Ja, hallihallo, ihr lieben Zuschauer. Heute wieder begrüßt Susanne und ich euch wieder zu einem Lebensgespräch. Und heute wollen wir nochmal zurückgreifen auf unseren natürlich eingebauten Fahrstuhl, der mit unserer Stimmung einhergeht. Und da hat die Susanne ja eine tolle Erkenntnis und davon wollen wir dann heute mal noch ein bisschen berichten. Bitte, Susanne, erzähl mal, was deine Erkenntnis war. Ja, dieses Beispiel eben mit diesem Aufzug und diese verschiedenen, also den Aufzug bezüglich der Bewusstseinsstufen, in welchem Bewusstsein wir sind und was wir dort eben gerade an Möglichkeiten zur Verfügung haben. Wenn wir uns schlecht fühlen, nicht, sind wir eine niedrigere Bewusstseinsstufe und dann sehen wir nur mehr das, was gerade in unserem Mind ist. Und mir kam gestern so diese Erkenntnis, wenn ich im Keller bin, also wenn ich mich gerade in irgendwelchen Gedanken, also ich erkenne das an meinen Gefühlen. Wenn ich mich nicht so in diesem ausgedehnten Zustand befinde, dann ist irgendwas am Laufen. Und das ist für mich so die Sicht, jetzt bin ich im Keller. Und im Keller passiert so, das ist natürlich eine Metapher, dann sind meine Gedanken immer so verstrickt, was alles passieren könnte, was schlecht ist, was negativ ist. Und wir haben ja schon gesprochen, wir brauchen ja nichts positiv denken, sondern diese Erkenntnis, okay, jetzt ist gerade so dieses bewusstseinsmäßige, negative, nicht hilfreiche Denken am Werk. Und diese Gedanken, ja, die muss ich gar nicht explizit rausdehnen, was es ist, sondern diese Erkenntnis war für mich, das sind Krokodile. Die Krokodile, meine Gedanken. Und ich habe da, klar, wenn es ein Krokodil wäre, Angst und Bedenken, muss mich schützen, Sicherheit. Und das sind aber Krokodile, die unser Geist produziert, unser Verstand. Und die nächste Erkenntnis ist, ich muss mit dem gar nichts tun, sondern einfach zu erkennen, ich bin jetzt in diesem Gedankenstrudel mit und ich halte diese Krokodile, das Szenarios für echt. Und im Prinzip ist es ja nur von uns, nur unter Anführungszeichen von unseren Gedanken erschaffen. Und es gibt ja diesen Aufzug. Und wenn ich im Keller bin und das so dringlich und war sie, dann sehe nicht, dass da ein Aufzug ist, dass der Aufzug automatisch raufgeht, sobald ich das annehmen kann, das erkennen kann. Hey, das sind die Gedanken. Und da ist schon dass dann das zu erkennen, geht der Aufzug schon rauf. Beziehungsweise, was ich jetzt für mich, das ist natürlich mein Erleben, erkannt habe, dass es einen Aufzug gibt und ich auch sehe, dass da Knöpfe sind. Und diese Knöpfe sind das, aus dem Weg zu gehen, zu schauen, was tut mir jetzt gut, damit ich in diesen höheren Sphären gehe, dort, wo frische Gedanken auch sind. Und ja, und da ist für mich gestern, also die letzten Tage ist so verknüpft, weil mein Werkzeug ist das Lachen und ich gehe da immer tiefer rein. Durchs Lachen habe ich ganz viele Erkenntnisse. Und das Lachen ist, ich kann das sozusagen auch einschalten. Das ist ein Knopf. Braucht es nicht, ja. Aber, oder wie viele Menschen sagen, oh, jetzt gehe ich in die Natur. Dort verliert man auch wieder diese Dringlichkeit, diese Anhaftung, dass das jetzt passieren muss, dass das jetzt so dringlich und wichtig erscheint. Und das finde ich gerade spannend. Für mich die Erkenntnis eben, ja, das Lachen führt mich dorthin. Da geht da ab. Das ist natürlich auch ein Hilfsmittel. Und ich habe ja morgen eine Augen-OP und eine Freundin hat mich halt in der Früh, na gestern schon gefragt, und hast schon Angst oder Bedenken und Sorgen?
Sag ich, nein, weil die ist ja morgen. Die ist ja morgen. Ich bin einfach neugierig, wie es passiert. Natürlich bin ich nicht frei. Es kommen, sind schon immer wieder Gedanken, oh, was kann passieren und wie wird das sein und so weiter. Aber auch das ist so, will ich mich mit denen jetzt beschäftigen? Will ich in dieser Schleife rein? No. Und das ist so eine Freiheit, die ich immer wieder spüre. Aber es braucht diesen Punkt zu erkennen, es ist nur immer eine Projektion der derzeitigen Stimmung. Ja, also was mir jetzt gerade so auffällt bei deinem Sprechen ist einfach, dass du ja teilweise auch in der Lage bist, deine Gedanken zu beobachten, ne? Und das einfach auch zu beobachten und zu bemerken. Und mit diesem Fahrstuhl, schon alleine, wenn man das mit diesem Fahrstuhl wirklich für sich einmal realisiert hat, dass wir diesen innerlichen Kompass, diese innerliche Selbstregulation, würde ich auch sagen, ja, dass die vorhanden ist, dass man sich wirklich nur erinnern braucht in dem Moment, wenn es möglich ist, ja, ich befinde mich gerade im Keller, da sind alle Gedanken wichtig, dringlich, schlimm, und ich will dann unbedingt ein Rezept haben, um das wegzumachen. Also das ist ja sehr oft auch verbreitet, dass wir dann diese Dinge weghaben wollen, die da nicht so optimal sind, weil wir Vorstellungen haben, das muss anders sein. Wenn wir aber bemerken, dass wir in diesem Keller sind, weil unsere Stimmung im Keller ist, weil auch diese, was heißt Bewusstseinsstufen, das darf man bitte auch nicht fehlinterpretieren. Es gibt keine Stufen, die man erreichen muss, sondern es ist automatisch so, wenn du in einer Gemütszustand bist, der nicht optimal ist, weil alles auf dich einprasselt, dein Denken einprasselt, dir Sorgen, dir Zweifel, dir weiß ich nicht was schickt, dann hast du nicht das Potenzial zur Verfügung, um da eine Lösung zu finden. Das war ja unsere Metapher mit unserem Bild, was wir gemacht haben beim letzten oder vorletzten Mal. Und wie du das schon sagst, es gibt im Prinzip nichts zu tun, um dass dieser Aufzug von alleine wieder nach oben fährt, außer zu erkennen, wo bin ich gerade? Wie relevant mache ich gerade meine Gedanken? Ne? Mache ich die sehr relevant? Was ist hier Fakt? Und was bilde ich aber drumherum durch mein persönliches Denken noch drumrum und bringt mich dann in diese Enge, so wie die Freundin jetzt zum Beispiel gefragt hat und bist schon aufgeregt wegen morgen und ja, morgen ist morgen, das hast du gerade gesagt und das ist richtig. Es kommen Gedanken reingefahren, ja, in dein Bewusstsein kommen Gedanken reingefahren, so würde ich das jetzt mal erklären und du siehst die Gedanken dann und bist in der Lage, in dem Moment gerade, die nicht so relevant zu machen, weil morgen ist morgen und heute ist erstmal heute. Ne? Und das kann man manchmal besser und manchmal schlechter. Und das nur einfach zu sehen und zu bemerken, ah, wenn ich jetzt da reinfallen würde als Susanna in diese Ängste, Probleme, Zweifel, wie soll das morgen werden? Hoffentlich geht das gut. Nee, weiß ich nicht. Da habe ich schon gehört, das soll da passiert sein. Und da habe ich gehört, da sollte schon mal da was passiert sein. Und. Dann bin ich unten im Keller, wo die Krokodile sind, die sich den Platz nutzen und nehmen, da reinzuspringen. Und dann kannst du hingehen, entweder zu sagen, wow, ich glaube, ich bin gerade ganz tief im Keller, oder das auch einfach wahrnehmen und gar nichts zu tun, um die Dinge dann auch nicht so relevant zu machen. Und dann wirst du merken, wird sich das im gleichen Tag, in der gleichen Stunde oder in einer Viertelstunde sich verändern. Das wird sich sofort zwiften, weil wir diesen Gedanken dann nicht diese Relevanz geben. Du hast ja ganz was Bedeutungsvolles gesagt. Das ist immer wichtig zu erinnern. Wir haben ein Selbstregulierungsprinzip, also Prinzip, und es braucht kein Rezept.
Genau. Und trotzdem, weil ich zuerst aufs Lachen also gesprochen habe. Und dann, wenn ich das mir bewusst mache, dass es in dem Fall nichts zu tun gibt, ich nicht mein Bewusstsein unbedingt drauf oder meine Stimmung verändern kann, das funktioniert nicht. Aber es zu akzeptieren, also zu sehen, gar nicht akzeptieren, sondern zu sehen, dass da diese Gedankenkrokodile am Werk sind, weil die machen gar nichts. Aber ich glaube ja, das sind Krokodile. So wie es, und das ist ganz menschlich. So sind wir aufgewachsen. So Ja, ja. hat uns das die Welt, unsere Eltern, unsere Lehrer, unsere Freunde gelehrt, dass das Außen, es sind nur die Gedanken, die wir übers Außen haben, uns eben in dem Fall Krokodile, auch wenn es kleine Krokodile sind, es sind Krokodile. Es gibt verschiedenste Krokodile. Das ist jetzt so eine Metapher. Und weil du sagst, keine Regeln, es braucht also keine Konzepte und Regeln. Aber wenn das bewusst ist, ja, dann kommt durch den Selbstregulierungsprozess ein frischer Gedanke, und das kann ein Konzept sein und so zu sein, ah, jetzt mache ich das oder das. Aber es ist vorher, dadurch, dass ich das wahrnehme, hey, es ist nur der Keller. Es kann für viele, die das neu jetzt sind, sehr abstrakt anfühlen. Aber wir laden immer wieder ein, schau für dich, wo erlebst du das? Und das wirklich zu sehen, dass das überall sichtbar ist. Also es funktioniert so. Nur sehen wir es oft nicht. Und ich sehe es auch oft genug nicht. Merke dann erst, aha, bin schon wieder. Ja, was ich da gerne auch noch mit anwenden möchte oder ein Beispiel bringen möchte von den Dingen, wo wir gerade drüber sprechen. Das heißt ja nicht, dass wir nichts mehr anwenden. Das heißt Ja. ja nicht, dass wir Dinge nicht machen, die uns gut tun oder die wir toll finden. Aber nicht aus diesem Bedürfnis heraus, ich muss jetzt dieses Pflaster drüber packen und dieses Rezept einlösen, damit das hier verschwindet. Ich will ein Beispiel erzählen. Ich hatte eine Dame hier für zweimal geistige Wirbelsäulenaufrichtung und beim ersten Mal kam sie und dann haben wir diese Wirbelsäulenaufrichtung gemacht und die kommt bei mir auch im Faszien-Yoga-Kurs. Und dann hatte ich sie eine Woche später gefragt, ob sie eine Veränderung gespürt hätte, ob sie was wahrgenommen hätte und, und. Und dann sagt die, ja, du, ich habe gar nicht mehr so viele unteren, beziehungsweise ich habe gar keine unteren Rückenschmerzen mehr. Ich kann stundenlang spazieren gehen, ich kann mit meinen Enkelkindern machen und tun und es tut überhaupt nicht mehr so weh. So. Und dann war es aber soweit, nach, ich glaube, dreimal Faszien-Yoga, dann gab es ein paar Übungen dabei, wo sie dann meinte, jetzt sind die Kreuzschmerzen wieder da. Jetzt sind die unteren Rückenschmerzen wieder da. So. Und dann hatte ich, weil sie Geburtstag hatte, ihr das als Geburtstagsgeschenk einfach mal gegeben, dass sie nochmal kommt, nochmal für so eine geistige Wirbelsäulenaufrichtung. Und siehe da, die zweite geistige Wirbelsäulenaufrichtung hat nicht mehr das gebracht, was sie beim ersten Mal gebracht hat, weil sie sollte als Lösung irgendwo dienen. So, und das wollte ich jetzt damit einfach nur als Beispiel bringen, weil letztendlich ist es nicht die Methode, weil auch die Methode kommt ja aus dem Geist. Es ist ja alles aus der Quelle Geist, Gedanke, Bewusstsein. Geist, Gedanke, Bewusstsein. Aus dieser Quelle kommt ja alles. Jede Methode kommt daraus. Ist alles immer 3P in Aktion. So, aber wie wir dieses Rezept benutzen, welche Lösung uns diese Rezepte bringen sollen, kommen nicht aus dem frischen Geist, aus dem frischen Denken. Das ist was anderes, wie wenn ich mache, ach ja, ich mache das mal, damit die Rückenschmerzen wieder weggehen. Das ist eine andere Ebene.
wovon das kommt. Das heißt aber nicht, dass wenn man von alleine auf einmal so einen Impuls bekommt, eigentlich könnte ich nochmal zu der geistigen Wirbelsäulenaufrichtung gehen. Kann es ein anderer Hintergrund sein, das zu machen, wie wenn es wirklich mit Vorsatz, ich gehe dahin, damit meine Rückenschmerzen weg sind. Ja. Und das wollte ich nochmal so... Das ist spannend. Ja, wollte ich nochmal so anbringen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und es geht nicht darum, um Wirbelsäulen aufrichten. Also das ist keine Frage. Aber was dabei passiert, ist ja, dass ich durch das, was ich gerade tue, kann vielleicht durch Wurzelbaum schlagen. Genauso passieren. Ja? Genau. Aber sprich, rangehe, offen bin, was passiert und dann kann ich es ja erst bemerken, was ja schon da ist. Das ist ja das Geniale. Ja. Ja. Weil ich es offen tue und schaue, was passiert jetzt. Und dann bemerke ich es ja. Es ist genauso beim Lachen. Ja? Nicht das Lachen macht frei, sondern das, durch das Lachen bekomme ich einen weiteren... Also bemerke ich, was schon da ist. Ja. Und genauso bei der Wirbelsäulenaufrichtung. Sondern da nehme ich erst wahr, was ja das System schon auf Lager hat, so in die Richtung, was schon wartet drauf, das gesehen und zu gespürt und zu erkannt werden. Und das kann jeden Tag anders sein. Ich mache jetzt verrückterweise, weil das über Zoom ist und verschiedenste Zeitzonen um 12:30, wenn ich gerade noch munter bin oder schon wieder munter, mache ich Laughter Gym in Zoom. Und da geht es auch darum, jedes Mal ist durch dieses absichtsvoll herbeigeführte Lachen, so wie Wirbelsäulenaufrichtung, Purzelbäume machen, Akupunktur oder sonst was, ja, im Wald spazieren gehen. Einfach, es wird bemerkt, dass etwas gerade Frisches reinkommen kann. Und ich etwas bemerke. Aber es ist nicht das, die Regel, hey, das und das, sondern das führt nur dazu, oh, da sehe ich mehr. Ja, ja, das war auch wirklich nur ein Beispiel dann für viele Methoden. Ja, ja. Ich hatte das jetzt nur genommen, weil mir das da ganz besonders aufgefallen ist und bemerkt worden ist, ne, dass es zwei unterschiedliche Ergebnisse gibt. Dass es nicht die Arbeit im Außen zum Tun, das ist, was dir in dir bewirkt. Ne? Und das kann man ja nicht von der Hand weisen, dass Wirbelsäulenaufrichtung oder verschiedenste Tätigen auch physische Folgen hat. Ja? Das ist ja auf einem anderen Thema. Aber es zu bemerken, was es tut, das ist, glaube ich, auch noch ein Schritt. Ja. Ja, und wie gesagt, es gibt kein Dauerrezept. Nein, gibt's nicht. Wo man jetzt, aber das hätten wir ja gerne. Wir hätten ja auch gerne immer alles auf ein Flow-Ebene. Immer prima, immer geil und immer dieses und immer jenes. Und dann andere wollen wir ja nicht. Und je mehr wir das ja wegdrücken, dieses mit diesem im Keller sein, ne, mit diesen unangenehmen Gefühlen, diese... Ja, das klappt nicht, dies klappt nicht und da weiß ich auch nicht, wie ich das machen soll und das kommt jetzt auch noch und dann bla 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 bla, sind wir ruckzuck in dem Keller und eigentlich diese ganzen Gefühle, die dabei spielen, wenn wir in diesem Keller sind, mögen wir gar nicht spüren wollen. Ne? Wenn wir aber dann, wie gesagt, und dieser, wenn du alleine schon weißt, dass es diesen Fahrstuhl gibt, wird sich einiges in deinem Leben ändern. Mhm. Und wenn du da dieses Vertrauen zu hast und die Offenheit hast und selbst hinschaust, wir müssen immer alle selber hinschauen. Es bringt nicht, unseren Worten irgendwelchen Glauben zu schenken, sondern wirklich diese Metaphern, die wir bringen, selber bei sich zu beobachten. Und wenn du die einmal selber gesehen hast, oh ja, das stimmt, das geht rauf und runter. Ja, und das hat aber auch jeder schon mal erlebt, wenn er eine Nacht drüber geschlafen hat. Oder ja, ne, wir wiederholen uns da auch immer wieder,
Aber es ist einfach drei Prinzipien in Aktion. So, und die sind entweder in Aktion, wenn du die Perspektive aus dem Kellergeschoss machst, oder du machst die Perspektive aus der Vogelperspektive oder noch drüber, über die Vogelperspektive. Und dann bist du natürlich auch wieder in einem hohen Flow und dann findest du leichter Lösungen, findest du leichter Zugang zu deiner Freude und, und. Das ist was für jeden und wir sind ja so verschieden. Genau. Eine Erkenntnis letztens war eben bei, nach dieser Laughter Gym Session, Diversity, weil sie in Englisch ist, die Verschiedenheit im Einssein. Wir sind ganz verschieden, weil einer zieht sich, und das ist nicht mit dem, Verstand zu beurteilen, sondern man spürt dort, wo es einen hinzieht, dort wo, ja, und das, ja, also es ist sehr, sehr spannend, dorthin zu schauen. Ja. Und es ob es jetzt vom Intellekt kommt, ich muss jetzt etwas tun, oder ich kann es gar nicht beurteilen, warum ich das tue. Aber es ist so ein im Fluss sein, ja, jetzt wende mich an dich und bin neugierig, was die und schau, was Wirbelsäulenaufrichtung für mich bewirken kann, weil ich einfach neugierig bin. Und auch das sind ja nur drei Prinzipien in Aktion. Es kommt aus der Quelle. Und das, was du gerade auch sagtest, wir gucken viel mit den Methoden an Unterschieden. Wir gucken immer, weil jeder Mensch auch unterschiedlich ist, eine andere Methode, dieses, jenes, welches. Oder auch in dem anderen Moment, nicht in jedem Moment, greift immer das Gleiche. So. Aber wir haben eine Konstante. Und diese Konstante ist einfach diese, woraus wir alle funktionieren, wie alles funktioniert, wo alle Methoden herkommen, wo alles das herkommt, heißt Geist, Gedanke, Bewusstsein. Das ist die Quelle, wo es herkommt. Und natürlich, wenn dieser frische Gedanke dir kommt, ich mach mal das oder ich mach mal das, wird es immer für dich die richtige Art und Weise sein, was für dich funktioniert. Deswegen schau selber für dich. Du hast deine eigenen Lösungen. Und vertraue dem. Genau. Und ich bin davon überzeugt, und dass jeder schon alles in sich trägt. Genau. Und genau so richtig ist. Unsere Gedanken bringen uns dann weg. Das wäre schon wieder ein eigenes Thema. Ja, da gibt es ja unzählige Beispiele. Das passiert ja so. Ja. Und das zu erkennen, von innen heraus zu leben. Es geht ja ums Leben. Wie du sagst, die drei Prinzipien sind das Leben in Aktion. Und wir sind ja hier, um zu leben, um Menschsein zu erleben. Und nicht, um unsere Krokodile zu füttern im Keller. Aber auch das gehört dazu. Das ist, also jetzt nicht sich falsch machen, weil das kenne ich persönlich sehr gut. Jetzt weiß ich doch schon um dieses Verständnis. Jetzt war ich schon wieder 3 Tage im Keller und habe im Nachhinein weiß ich. Und das ist schon das nächste Krokodil, was vorbeikommt. Genau. Ich wollte das doch schon wissen. Na, manche Krokodile scheinen so, so echt zu sein. Ja, so relevant. Nur so kleine, aber es sind auch Krokodile, die Baby. Und ich bin jetzt gerade am Erforschen der Baby-Krokodile. Ja. Einfach immer zu schauen, zu sehen. Ah, okay. Also öfters, nicht immer, aber öfters zu schauen, wo bin ich gerade? Ja, man bemerkt es. Mit meinem Bewusstsein, mit meinem... Ja, man bemerkt es. Das sind die Gefühle, die einen da schön hinweisen. Ja, ja. Ja, das war gerade ein schönes Schlusswort. Das gehört zum Menschsein. Das ist Menschsein-Leben. In diesem Sinne wünschen wir auch heute wieder unseren Zuhörern viel Freude damit.
Schau vielleicht mal selber hin bei dir, welche Gedanken du wirklich richtig relevant machst, wann Wichtigkeit, Dringlichkeit und Sonstiges auftaucht und bemerke es einfach für dich. Und dann wünsche ich dir. Mach dich nicht falsch. Ein Nachwort, das ist mir jetzt gerade so wichtig. Mach dich nicht falsch damit. Du bist immer so schon richtig. Ja. Und ja. Ja, wir sind tiefen okay. Aber weil wir das Geschenk der Gedanken haben, denken wir uns immer davon weg. Beziehungsweise kriegen wir Gedanken geschickt, die uns immer in die Quere kommen, das zu sehen. Schön, dass du es nochmal erwähnt hast. Ihr Lieben, bis dann. Bis dann. Auf unsere nächsten Gespräche. Ciao. Ciao.